Hallo zusammen. Heute möchte ich euch gerne eine etwas andere Weihnachtsdekoration zeigen, die ihr überall praktisch hinstellen könnt, auf den Tisch, auf die Fensterbank oder Sideboard. Dazu brauchen wir dann einen Holzklotz, das ist so ein Kaminholz. Wir brauchen einen Ast, möglichst einen, der einseitig ist. Das heißt, dass der von der einen Seite ganz flach ist und nur praktisch auf die andere Seite über mit seinen Zweigen geht. Dann brauchen wir vielleicht ein bisschen Kiefer, eine Vase, eine Amaryllis. Dann brauchen wir Brottüten, so ganz einfache Vespertüten oder Brottüten, ein kleines Windlicht, ein paar Glaskugeln, eine Rebschere, eine Papierschere und ein Kleber. Ich lege jetzt mal meinen Ast zur Probe an, wie er am besten nachher passt. Weil ich das jetzt mit dem Draht anbinde. Ihr könnt das natürlich auch schrauben, wenn die Äste etwas dicker sind. Und wichtig ist, dass halt die Seitenzweige weg von der flachen Seite des Holzblocks dann gehen, ja? Damit uns da nachher, wenn die Kerze draufsteht, nichts anbrennt. Das ist ganz wichtig. So soll das nachher hier aussehen und der Zweig alleine stehen. Jetzt nehme ich meinen Draht und mache mal die erste Runde noch ohne Ast. Dass der mir nicht nachher umkippt. Ganz fest. Und jetzt halte ich den Ast da dran. Kann mit meinem Draht da durchgehen. Ich mache zwei Runden mit dem Draht und verknote dann das Ende hier wieder. Ihr seht, er wackelt noch ein bisschen. Deswegen brauchen wir noch mal eine zweite Runde mit dem Draht. Dass er dann ganz fest ist da unten. Und dann kann der auch nicht sich weit bewegen. Gell? Ihr habt immer noch die Möglichkeit, ein bisschen zu korrigieren. Da gehe ich auch zweimal mit dem Draht durch und verzwirbel auch dieses Ende sehr gut. Seht, jetzt kann ich auch den Holzblock bewegen, ohne dass der Ast mir jetzt da irgendwie sich rumdreht oder andere Sachen dann beschädigt. So geht das ganz prima und es ist transportabel. Jetzt bereite ich den Stern vor. Dazu brauchen wir ganz normale Brottüten. 8 Stück, das ist ganz wichtig. Und die klebe ich jetzt an dem unteren Rand, an dem geschlossenen Rand, mache ich die erste Klebestelle. Da gehe ich praktisch längs rüber und in der Mitte. Und dann klebe ich die nächste Tüte genau drauf, auch mit, also die Öffnung nach oben, das ist ganz wichtig, unten die geschlossene Seite. Ganz genau aufeinander kleben. Und das mache ich mit diesen 8 Tüten. Je nachdem, was für ein Kleber ihr benutzt, braucht manche halt ein bisschen länger zum Festhalten. Manche Kleber gehen ganz schnell. Also das ist, was ihr halt zu Hause habt, könnt ihr dafür verwenden.
Wichtig ist halt, dass die Tüten alle in der gleichen Richtung oben die Öffnung haben. Das kann man also sehr gut vorbereiten. So. Jetzt haben wir noch eine und dann haben wir schon die Grundform fertig. So. Das muss jetzt halt ein bisschen trocknen. Ja. Deswegen habe ich da schon mal was vorbereitet. Und nun zeige ich euch, wie man das dann schneidet. Ich schneide hier erstmal die Spitze. Ich muss ungefähr ausgucken, wie groß die Spitze sein soll. Und dann schneide ich das einfach hier in diese Ecke raus. Und die andere Seite ebenfalls. Jetzt, um ein bisschen Muster reinzuschneiden, schneide ich hier nochmal die Ecken raus. Das könnt ihr natürlich ganz beliebig machen und da Muster reinschneiden. Ich mache jetzt nur diese einfache Form. Und jetzt klappt man diese Tüten auseinander. So, und ihr seht, so ist unser Stern. Und jetzt muss man natürlich dieses Teil hier auch zusammenkleben. Mache ich auch meinen Klebstoff wieder bis darunter und nehme diese beiden Enden zusammen, lege sie aufeinander. Und so habt ihr jetzt einen schönen Stern für eure Dekoration. Ganz einfach und schnell gemacht. Nachdem wir jetzt alles vorbereitet haben, können wir uns an die eigentliche Deko ranmachen. Dazu befestigen wir jetzt unseren Stern an einen Draht. Der piekst sich einfach den Draht in der Mitte durch. Hier gleich ein Stück ab und mache hier oben eine kleine Verzwirbelung mit Draht. Und dann suche ich hier einen schönen Platz aus, wo der auch gut zur Geltung kommt. Dann habe ich noch ein paar Glaskugeln vorbereitet. Da könnt ihr dann natürlich auch das hinhängen, was ihr daheim habt. Ich habe die Kugeln jetzt an den Draht befestigt und zwar an jedem ein Stück eine. So, das andere kann ich hier vorne hin machen. Und um dem Ganzen ein bisschen Glanz zu geben, habe ich hier ein kleines Teelicht. Das stelle ich dazu. Da könnt ihr natürlich auch jedes andere Licht hinstellen. Hauptsache es ist in einem Glas oder in einem Gefäß, damit halt keine Flamme an die Äste drankommt.
Natürlich kann man das jetzt auch noch ein bisschen festlicher schmücken, indem ich noch eine Vase dazu stelle. Und noch eine Amaryllis dazu arrangiere. Die kann ich zwischen den Zweigen einfach in das Gefäß reinstellen. Vielleicht noch einen kleinen Kieferzweig dazu, dass es noch ein bisschen feierlicher aussieht. Und schon ist unsere Dekoration fertig. Ihr könnt es natürlich mit euren Sachen, die ihr daheim habt, gut ergänzen. Ja, wenn ihr anderen Schmuck noch habt oder so eine Klipse dran. Und ihr seht, mit der Amaryllis sieht das dann halt ganz, ganz festlich aus. Und das hat Platz auf der Fensterbank, auf dem Tisch, auf dem Sideboard oder auch auf einem Beistelltisch. Und natürlich kann man sowas auch in größer arbeiten, wenn ihr halt einen größeren Schmuck haben wollt. Das richtet sich nach den Zweigen, die ihr euch aussucht. Dann danke ich euch für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!